Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium suchte Akin Aktas nach einer Möglichkeit, sich in der Modebranche selbstständig zu machen. Über Freunde lernte er den Künstler Andreas Körner kennen, der seit seiner Schulzeit lustige Figuren zeichnet. Das war die Geburtsstunde des T-Shirt-Labels Quipster. Im Internet haben wir eigentlich begonnen. Das war so die, das waren die Anfänge von Quipster, weil wir eben wenig Möglichkeiten hatten. Okay, wie bringen wir unsere T-Shirts an die Leute? Die Shops haben uns geholfen, uns weiterzuentwickeln. Wir haben dann direkten Kundenkontakt gehabt und wussten dann, okay, was können wir verbessern. Regelmäßige Bestellungen aus mehr als 50 Ländern, von Japan über die USA bis Saudi-Arabien, zeigen, dass man den Nerv der Kunden getroffen hat. Hauptsächlich geht es uns darum, die Kunden einfach zum Lachen zu bringen und dass sich der ein oder andere in dem Motiv wieder sieht. Die beliebtesten Motive sind zum Beispiel der Beard, der hier am T-Shirt zu sehen ist. Dann haben wir natürlich auch den Mozart, weil wir ja doch in Salzburg sind und ein Salzburger Unternehmen sind und da auch unsere Wurzeln haben. Die ersten 1,5 Jahre waren für die beiden sehr schwierig. Dennoch hat man durchgehalten. Nach fast 5 Jahren führen die beiden nun sehr erfolgreich 3 Quipster-Stores in Salzburg und Wien und beschäftigen insgesamt 12 Mitarbeiter. Matthias, Stefan und Mario sind seit der Hauptschule beste Freunde und wollten sich schon immer gemeinsam selbstständig machen. Dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir mal einen ersten Couchtisch gebaut haben. Und ja, dann ist das weitergegangen. Und auf einmal haben dann einmal 20 Tische da gestanden und jeder hat gefragt, was möchtest du damit tun? In erster Linie coole Möbel bauen und damit Schwung in die Branche bringen. Das gelingt den 3 handwerksbegeisterten Gründern dank einer klaren Kompetenzverteilung. Bei uns ist so, der Matthias ist der Holzwurm bei uns. Der macht das ganze Holz und ist fürs Holz zuständig. Der Stefan ist quasi der Schwarzspezi, der kümmert sich ums Metall. Und ich mache den ganzen Rest, also Organisation, Buchhaltung und was halt sonst zu machen ist. Die Dreikanter können nach den ersten beiden Jahren bereits einige Auszeichnungen und eine bemerkenswerte Kundenliste vorweisen. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Es ist einerseits sicher die Arbeitsweise, wie wir das machen. Also wir gehen ein bisschen weg vom klassischen Tischlern, vom klassischen Schlossern. Wir 3 wollen einfach die Leidenschaft nach außen tragen, die definitiv nicht aufgesetzt ist, sondern die wirklich gelebt ist so bei uns. Im Sommer wird Dreikant einen Schauraum in Hallen eröffnen und weiter wachsen. Neben der Möbelproduktion will man sich mit Shop- und Gastronomieeinrichtungen ein zweites Standbein schaffen. Die in Salzburg und Los Angeles lebende Designerin Julia Körner könnte beitragen, die Modewelt zu revolutionieren. Sie eröffnet mit ihren innovativen Designs aus dem 3D-Drucker völlig neue Wege für die Mode. So ein Unternehmen wie dieses gibt es eigentlich kein zweites Mal in Österreich oder Europa. Ich habe mir eine Nische gefunden zwischen Architektur, Modedesign und Produktdesign und entwickle Designs für Modehäuser, aber eben auch mein eigenes Label. Die ausgebildete Architektin hat einen Master in Emerging Technologies und Design und unterrichtet an der University of California. Durch den 3D-Druck kann Kleidung perfekt an den Kunden angepasst werden. Das ist auch in der Filmwelt ein großer Vorteil. Unter anderem eine Hollywood-Produktion für Marvel, wo ich mit der Kostümdesignerin Ruth Carter für den Hollywood-Film Black Panther die Kostüme designt habe, eine Krone und ein Schultercape. Und diese Kreationen waren von afrikanischen Mustern inspiriert und ich habe zusammen mit der Kostümdesignerin diese Designs kreiert und entwickelt und dann am Computer entworfen und 3D gedruckt mit Materialize in Belgien. Neben Hollywood arbeitet Körner auch für renommierte Modehäuser und Designer von Wien über Paris bis San Francisco. Aber auch ihr eigenes Label will sie nun voranbringen und sich als Vorreiterin für neue Mode und neues Produktdesign etablieren.
Vom Mond und vom Mars gibt es besseres verfügbares Kartenmaterial als vom Meeresgrund auf unserem Planeten. Aus diesem Grund hat das Salzburger Unternehmen Ocean Maps ein Verfahren zur Vermessung der Unterwasserwelt entwickelt. Wir von Ocean Maps machen die weltweit ersten interaktiven 3D-Unterwasserkarten. Das sind Karten, die jeder leicht versteht, die Konsumer verwenden können und wo genau erklärt wird, wie die Situation unter Wasser ausschaut. Das Geschäftsmodell ist das Lizenzierungsmodell, das heißt, wir lizenzieren den Content, sprich die Unterwasserkarten, an unsere Kunden. Zu denen etwa Tauchressorts sowie Tauch- und Wassersportunternehmen zählen. 6 Patente hält man in Zusammenhang mit dem Verfahren, das vor allem dort zum Einsatz kommt, wo GPS nicht funktioniert, wie eben unter Wasser. Das ermöglicht auch andere Anwendungsgebiete. Dann haben wir mittlerweile auch Aufträge von Häfen, wo es auch wichtig ist, wie schaut es genau unter Wasser aus, wenn es um Themen wie Sicherheit oder Ausbau geht. Wir haben auch Aufträge aus der E-Wirtschaft, weil auch hier Fragestellungen sehr interessant sind. Wie schaut es genau zum Beispiel in einem Stausee aus? Ocean Maps betreut mit ihrer weltweit einzigartigen Technologie mittlerweile namhafte Kunden auf allen Erdteilen. Facebook, Twitter, Instagram und Co. sind aus der Kommunikationsbranche nicht mehr wegzudenken. 2 findige Salzburger haben mit ihrem Startup UserJams ein eigenes Verfahren entwickelt, das Marketingkampagnen noch effizienter macht. Wir sagen Firmen genau, wer ihre eigenen Kunden sind. Und zwar basierend auf der E-Mail-Adresse identifizieren wir die Social-Media-Konten dieser Kunden. Also wir sagen denen, dieser Kunde ist diese Person auf Instagram, diese Person auf YouTube, Twitter, LinkedIn. Und mit diesen Informationen können Kunden dann herausfinden, wer sind Influencer unter meinen eigenen Kunden. Und mit denen können sie dann Marketingkampagnen schalten. Auch bei diesen Kampagnen unterstützen die Power Twins aus Straßwalchen ihre Kunden. Das läuft alles natürlich streng datenschutzkonform. Ihr Handwerk haben die beiden übrigens bei Google und Microsoft bzw. bei PricewaterhouseCoopers in den USA gelernt. Ziel ist es eigentlich, dass wir Unternehmen in allen Bereichen dabei helfen, den Kunden besser zu verstehen und in weiterer Folge eben auch die Beziehung zum Kunden zu personalisieren, zu individualisieren. Das ist eigentlich das Ziel. Aktuell eben mit Marketing, aber es gibt nur sehr viele andere Anwendungsbereiche auch. Das Geschäftsmodell ist beliebig skalierbar. Von Österreich aus will man mit UserJams Kunden in Europa und in den USA bedienen.